Freunde, ne? Butz. Schlitz. Schlitz. Wir sind wieder hier bei Hart und Herzig mit Henne und Sterzig. Henne und Sterzig. Geile Mucke. Geiles Intro. Oh Gott, ja, ich sollte aufhören. Wir müssen ein bisschen zügig machen, deshalb gehe ich mir direkt rein. In der letzten Folge waren wir auf der Suche nach einem Dorf und das werden wir jetzt ein bisschen noch fortführen, aber auf dem Rückweg nach Hause quasi. Und ich drücke jetzt den Timer. 3, 2, 1 und rein. So, super. Bin schon drin. Ach, du bist schon drin. Ja, wir haben uns hier in der letzten Folge, habt ihr hoffentlich gesehen, kurze Anmerkung. Wir nehmen am selben Tag auf, deshalb können wir jetzt nicht groß auf Kommentare eingehen auf die letzte Folge. Denn der Max ist im Urlaub, ne? Richtig. Es wird wieder Nacht, oder? Oder wird's gerade Tag? Oh, Scheiße. Scheiße. Ja, Falco haben wir auch hier am Start. Ja, die letzte Folge war ein bisschen, also ja, war eigentlich doch spektakulär, ne? Wir haben sehr viel gefightet. War mal gut, so ein bisschen zum Lernen, aber ja, also genau, wir haben ein paar Level gemacht. Exactly. Wir haben Falco, Falco war eigentlich die größte Bereicherung. Ja. Ja. Okay. Wir haben eigentlich halt die ganze Zeit ein Dorf gesucht, aber wir haben jetzt nichts gefunden. Wir haben jetzt einfach beschlossen in der letzten Folge, dass wir den normalen Weg jetzt einfach gehen und einfach ein bisschen, ja, einfach random verzaubern. Und ihr könnt aber trotzdem noch mal in die Kommentare schreiben, was genau eigentlich das Trading mit den Leuten bringt. Mit den Dorf. Oh, hinter dir. Okay. Alter, okay, der hat ihn hinter mich ge. Alles gut, ich hab geblockt den Schaden. Okay, ich mache hier die. Weißt du überhaupt noch, wo das wir sind lang müssen? Das sind drei. Wir müssen ja erstmal kurz klären, Alter, Sektor. Junge, verzauberte Rüstung. Wow. Ja. Okay. Alter, du hast Falco gehauen. Ja. Pass auf. Schönes Ding, Falco. Braver Junge. Okay. Sitz, Falco, sitz. Hier ist ein Creeper. Oh, Vorsicht, Falco. Okay. Warte, hier ist Wiese. Schwieriger Anfang. Aber guck mal, der Typ, der war Fokus auf mich, oder? Ja, der hat. Also irgendwie, wenn die einmal ihren Fokus gesetzt haben, ignorieren die den anderen völlig. Das kann man ganz gut ausnutzen. Hier ist tatsächlich eine übel große, weite Fläche. Wir könnten hier wirklich jetzt noch mal gucken. Der hat eine schöne Lederkappe. Wie verzaubert. Oh, Falco. Falco, auf. Alter. Mein Gott. Zack. Das Problem ist, es. Guck mal, das ist aber ein Schaf. Ein Pferd. Das sind Pferde. Ja, das sind Pferde. Das ist aber ein Schaf. Alter, zwei Creeper. Oh. Alter, die fliegen aber immer auch weg jetzt. Ja, der eine ballert den anderen ins Jenseits, ey. So. Oh, es wäre so geil, wenn wir jetzt einfach ein Dorf. Es wäre so schade. Das letzte Mal haben wir es die ganze Zeit gesucht. Aber eigentlich wollten wir jetzt zurück. Ja, aber ich würde trotzdem noch mal hier ein bisschen zumindest gucken, weil es könnte jetzt wirklich sein, dass hier so am Rand vielleicht was ist. Und dann gehen wir gleich zurück. Ich gehe jetzt kurz als Pionier. Ja, wir gehen die Wiese ab. Ja. Ja, aber jetzt nicht rein, YOLO. Der hat eine Kettenrüstung. Der hat eine Kettenrüstung, Max. Das ist heftig, Digga. Oh ja. Ich. Ich weiß nicht. Ist das selten, Leute? Weil ich habe das jetzt auch noch nie so richtig gesehen. Oh, lol. Vor allem droppt der die. Jo. Aber nur die Hose. Ja, her damit. Ja, und? Ist doch geil. Okay, ich gucke mal noch hier vorne nochmal. Aber es sieht auch tatsächlich nicht gut aus. Alter, hier sind. Haben wir Sättel? Nee. Alter, wie du ausrastest. Nee, ich hatte gerade übelst einen Geistesblitz, dass wir einfach reiten können. Aber wir haben keine Sättel. Ja. Ach, scheiße, naja. Okay, wollen wir einfach gehen? Richtung nach Hause? Ja. Okay, komm. Wo mussten wir hin, hast du gemerkt? Also, das war 170. 73 minus 230, glaube ich. Okay, dann in die Richtung hier, wa? Hier, mir nach. Ja. Gut, dann machen wir uns wieder auf den Weg nach Hause. Ja, wir haben nämlich jetzt auch schon. Also ja, wir haben ja jetzt das fette Feld. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall. Unser nächstes Ziel ist ja jetzt hier das, So, jetzt kannst du auf den gehen, ja, wunderbar. Ja, ich geh. Okay, wir fighten jetzt erstmal und dann erklären wir den Plan Ja, wir müssen jetzt hier erstmal. Ja, wir müssen. Ey, fahren. Falco springt mir immer ins Messer. Es ist neu. Ihr friss. Gib dir irgendwann Gammelfleisch. Also glaubst du. Schönes, vergammeltes Hack. Aber süß, wie er sich das Wasser so wegschüttelt.
Bin ich ehrlich. Ist süß. Ist süß. Aber ja, ich bin. Also mein Level hat echt gut. Ja, klar. Deshalb ist es ja so wichtig, dass wir jetzt hier auch mal ein bisschen. Und wir können es besser, oder du zumindest kannst besser einschätzen, wie gefährlich alles ist hier. Mhm. So, hier sind noch ein paar Knochen, die nehme ich mit. Knochen ist auch geil. Zum ja, Knochenmehl, weißt du? Damit kann man ja hier. Hattest dünnen. Du einen Screenshot gemacht quasi? Nee. Das ist so geil, wenn ich einen Pfeil blocke, rennt Falco los und beißt den. Während ich noch weiter blocken kann. Richtig gut. Braver Falco. Ja. Wo bist du? Hinter dir. So. Okay, jetzt müssen wir wieder durch den Wald. Das ist natürlich ein bisschen gefährlich. Das müssen wir jetzt durch. Im wahrsten Sinne, ne? War das wirklich 170? Es ist auf jeden Fall in die Richtung, wie ihr erkennt es denn. Ja. Ich wusste auch nur, dass es noch irgendwas mit minus 200 irgendwas war. Wir sind halt echt weit weg von zu Hause mal. Ja, aber wenn wir straight dahin rennen, dann easy. Aui, baui. Das war Stärze, gut. Aber wir sind noch nicht tot. Der Zombie hat ein Schwert. Okay, ich weiß nicht mehr, wo du bist, Sterzig. Wir müssen mehr zusammenbleiben. Ich bin schon hoch im Wald hier. Da müssen wir gar nicht lang. Ich bin also nicht den Berg hoch. Okay, ich komme wieder runter. Ja. Also das musst du dir auf jeden Fall abgewöhnen hier bei diesem Projekt, dass du irgendwo alleine lossprintest. Oh Mann. Okay, nice. Okay, es wird hoffentlich bald wieder Tag. Aber Level 24 bin ich jetzt schon. Uff. Ja, ich bin jetzt fast 23. So, hier ist die. Falco! Oh, hier sind. Egal, wir rennen einfach mal weiter, würde ich sagen. Ich wollte gerade was essen. Oh, Falco macht ihn. Nee, doch nicht. Richtig aggressive. Ja, so ist er, unser Falco, ne? So ist er. Naja, also der macht schon auch mal Ansage. Oh, hier ist er. Falco hat übrigens auch die Fähigkeit, sich zu teleportieren. Haben wir ihm beigebracht? Haben wir, genau. Falco, Teleport. Teleport. Ich sammle hier links nochmal das Bambus-Zeug. Hier ist ein Enderman. Zwei Endermans. Wir müssen holen. Machen die uns nicht fertig? Nee. Aber hier sind auch. Da ist auch ein Creeper. Wir müssen erstmal die Ads. Erstmal die Ads. Ich mach die Creeper. Okay. Alter, wie er knurrt. Okay, ich halte mich kurz hoch, oder? Ja, ich auch. Anderthalb Herzen. Hau rein. Falco guckt dir einfach beim Essen zu. Okay. Ich hau jetzt den ersten. Der erste Schlag ist wichtig. Nice. Schönes Savage. So, schönes Savage. Einer tot. Enderauge. Schönes Ding. Hä, der hat einen Block in der Hand. Was muss auf? Was muss ich machen? Hab ihn. Oh mein Gott. Creeper. Halt dich. Hä, kannst du mir nächstes Mal bitte erklären, wie die kämpfen? Du musst ja einfach nur hauen. Ja, yeah, aber der wurde immer lauter und. Also, das ist nur deren Brumpfschrei. Okay, aber er hat. Okay. Ich habe eine Enderperle. Das ist gut. Das ist unsere erste Enderperle. Okay, das ist krass, Digga. Hier ist ein verzauberter Dorfbewohner. Warte mal. Was? Verzauberter Dorfbewohner. Wie verzaubert? Es gibt so. Halt Zombie-Dorfbewohner. Oder ist das eine Hexe? Nee. Nee, ne? Okay. Die Dinger. Falco's Rip. Doch nicht. Boah, hier ist aber viel los, ey. Gleich brennt hier alles. Falco, komm mal her. Falco, renn nicht weg. Alter, was ist hier los? Happa. Ich komme hier nicht mal. Oh, meine Güte. Boah, der Enderman. Das ist Kraterlandschaft hier jetzt. Enderman ist schon wieder Kettenhose. Stark auch, ne? Ja, der hat gut Damage gemacht. Ja, aber wir haben eine Enderperle. That's nice. Ja, vielleicht sogar zwei, wenn ich auf. Nee, doch nicht. Ja, hätte ja sein können, dass ich die irgendwie aufgenommen habe. Also. Okay, wo lang? Wir müssen hier lang. Okay. So, Leute. Okay, da vorne ist noch ein Creeper, ich warte nochmal. Ja, lass uns erstmal noch ein bisschen gehen und fighten. Also bei Creeper weiß ich noch nicht so ganz, wie ich die jetzt fighten sollte. Die halten mehr als drei Hits aus. Schlagen, dann die kurz aufbäumen lassen oder halt explodieren lassen. Aber die geben halt gut EP, glaube ich. Das heißt, wenn man sie killt. Noch ein Element. Okay, halt dich voll. Ich bin voll live. Bist du bei mir? Ja, wir machen Sandwich. Ich hier rum. Okay, dann go. Ist er tot? Ah, ne, er hat sich wegteleportiert. Er ist hinter uns irgendwo. Hier. Hinter dir. Ist wieder weg. Über uns? Hier. Nice one. Ah, schade, keine Enderperle.
Alter, wie? Plötzlich drei Endermen. Das ist so creepy, die Geräusche. Da ist noch einer. Hier. Ja, vielleicht bringt der Brummschrei die irgendwie her. Okay, ich komme. Lass das aber diesmal bitte besser vorbereiten. Ja, ja, ja. Okay, also lass ein richtiges Sandwich. Bist du ready? Ja. Let's go. Oh, scheiße, sorry, Falco. Okay, der ist nach links irgendwo weg. Hinter dir? Ja. Nur ein Skelett leider. Nice, Enderperle. Ich hab auf. Nice, man. Warte, ich höre immer noch das Geräusch. Hier ja, ist noch einer, oder? Das geht immer übel lange. Oder ist das buggy? Das okay. Ist immer übel lange. Das ist creepy. Wo ist Falco? Okay, ich hab aber noch eine bekommen. Wir haben jetzt zwei Stück. Ich glaube, Falco ist jetzt wirklich RIP. Meinst du? Oh nein, Falco. Warte, nee, ich höre ihn. Ich hab ihn gehört. Da unten im Wasser. Hier. Moin, okay, Falco. Warte, ich gebe ihm mal ein Steak. Ja. Falco! Oh. Mittag. Ja, nice. Dann haben wir jetzt zwei. Wie viel brauchten wir nochmal? Ja, wir brauchen echt einige. Ich weiß es tatsächlich gerade gar nicht. Schreibt's gerne mal in die Kommentare, Freunde. Wie viele brauchen wir maximal? Weil wir brauchen echt einige. Also theoretisch, es gibt halt die Wahrscheinlichkeit, mathematisch, dass wir echt viele... Theoretisch. Es gibt halt die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwie, glaube ich, so irgendwie 9 oder so brauchen maximal. Oder irgendwie 10 oder 12 oder so. Ja, also irgendwie die Meinung ist unterschiedlich, ja, glaube ich. Man hat halt so eine bestimmte Chance, dass man eher wenig braucht oder halt richtig viele. Es sind halt schon welche im Portal drin, aber man weiß nie, wie viele. Ist immer unterschiedlich. Okay. Bist du an mir dran? Ja, ich bin direkt neben dir. Aber warte, Falco wollte ich essen gehen. Wo ist er? Wo ist Falco? Der schwimmt dahin, aber der teleportiert sich auf. Hier ist er. Alter, wie viel der. Ah, siehst du seine Schwanz? Wenn der oben ist, geht's ihm gut. Wenn er unten ist, geht's ihm schlecht. Oh, okay. Ah, hab ich gerade gesehen. Hab ihn gefüttert, da ging sein Schwengel nach oben. Ja, geil. So, braver Falco. Oh, warte, ich mach auch mal Musik an. Jo. Zack. Naja, wie viel hast du? 70%? 5. 5? Ja, ja. Übel laut. Oh. Und zack. Leute, habt ihr ein bisschen Musik für eure Augenbrauen? Geil, wir haben 2 Enderperlen. Hat sich so also doch gelohnt, der Weg. Alter, plötzlich waren da einfach 4 Endermänner im Wald. Meine Phrase. So. Ja, jetzt natürlich ein bisschen. Also war es 170? Ich glaube ja, ich glaube es war 170. Ja, hier ist der Sumpf, guck mal. Ja, wir kommen der Sache doch schon näher. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ich höre einen Zombie knurren. Ah. Runtergefallen. Ah, nein. Okay. Ja, 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 da doch. Hier kamen wir lang. Ja, wir müssen echt nur ein Stückchen gehen. Okay. Alter, Falco sich durchgehend am Schütteln. Wo bist denn du? Ich bin jetzt hier im Sumpf. Ja, ich bin den Sumpf entlang. Ich sehe dich. Ich renne einfach weiter. Ja, ja, ja. Sorry. So. Ja, Leute, ich kann ja mal beschreiben, was jetzt unser Plan war. Vielleicht habt ihr es ja in der letzten Folge schon mitbekommen. Wir werden jetzt einfach darauf gehen, den Enchantment Table zu bauen. Und was wir auch noch brauchen, was ganz wichtig ist, sind Bücherregale. Denn der Enchantment Table, der zieht sich sein Wissen quasi aus den Bücherregalen. Den muss man so in der Nähe platzieren. Und wenn wir es quasi einmal so rumbauen oder so eine bestimmte Anzahl von Bücherregalen in der Umgebung bauen, dann schalten wir erst quasi die besten Verzauberungen frei. Deshalb brauchen wir das ganze Bambus und Papier und Leder vor allem. Also die Kühe. Genau, Digga. So. So nehme ich. Und dann können wir schon mal so, also weißt du, dann können wir nämlich die Eisenspitzhacke verzaubern. Dann hoffen wir, dass wir irgendwie eine Glücksspitzhacke rauskriegen. Ach, guck mal. Hier liegt noch ein Eisenschwert. Oh, moin. Schönes Ding. Dann hoffen wir, dass wir irgendwie daraus eine Glücksspitzhacke kriegen. Und dann können wir Diamantenfarben gehen. Weil dann kriegen wir theoretisch irgendwie 3 das aus hier, einem. Das hier war die krasse Ebene mit dem Spinnenreiter. Ja, 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 ja. Oh, letzte Folge war krass, oder? Maschallah, also. Falls wir ihr haben noch nicht gesehen habt, hier oben. Wir haben richtig viel geboxt. Kannst du mal nach oben zeigen, du bist ja rechts. Da oben ist jetzt so ein Infofeld, können wir aufklicken. Das ist die Folge von Hanno. Genau. Uncut. Das bin ich. Hallo und herzig mit Hanno und. Sterzig. Sterzig. Ja, aber schade, dass wir echt kein. Also, es wäre echt cool gewesen, hätten wir jetzt noch ein Dorf gefunden, aber ich glaube, so geht's auch. Was soll's, ne? Kümmern wir uns erstmal um unser Zuhause da. Jetzt sollten auch die Pflanzen groß gewachsen sein, glaube ich. Davon. Das verlange ich jetzt. Gehe ich aus. Davon gehe ich aus, jo. Davon gehe ich an. Sind wir weit gelaufen. Hier ist eine Schlucht, musst du aufpassen.
Ja, hier oben sind noch Schweine, die schlachte ich noch weg. Ja, wir haben aber eigentlich genug. Also. Ja, trotzdem. Okay. Ja, gut, gut. Gibt EP. Wir sind ein. Ah, ja, ich, genau. Hier ist diese längliche Wiese. Links kommen jetzt gleich dieses Steinareal. Boah, ich höre das Geklimper mit rum, wie geil. Geklimper? Achso. Oh, wie schön. Die Abfahrt. Geht dann. Das ist einfach so eine entspannende Musik. Das ist halt wirklich bei Minecraft insane, ne? Die Mugge, ja, dieser, Muckefuck. Wie heißt der nochmal? Ich glaube C418 oder so. Der hat die ganze Musik einfach produced und es sind alles legendäre, es ist alles legendäre Scheiße. Ja, es ist alles nice. Es, ist einfach, es passt auch einfach so unglaublich gut zu diesem Spiel. Ja. Gibt eine richtig geile Atmung. Props an C418. C3PO. Ja, Props auch an C3PO. Oh, ich krieg Damage. Auftauchen. Und da vorne noch das Bambus. Zack. Aber ich glaube, wir sind bald schon tatsächlich zu Hause. Wir haben uns halt sehr, sehr viel Zeit gelassen auf dem Hinweg in die Ferne. Ja, 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 ja. Guck mal, hier sind schon die ganzen Berge, wo wir die ganze Zeit fast verreckt sind. Ja, ja, ja. Ja, bald sind wir zu Hause. Fast verreckt die ganze Zeit, echt? Nee, nein, also fast, nein. Fast runtergefallen. So. So, hier links rum. Ich glaube, hier müssen wir jetzt wohl oder übel ein bisschen bergsteigern. Jo. Bisschen Hitchhiking. Nee, das ist was anderes. Oh, Falco, du bist so süß. Ey, alle 2 Minuten schüttelt er sich. Unnötig. Einfach nur unnötig. Würde ich immer eine Ansage machen. Der kriegt heute keinen Hack mehr. So ein Ding ist es nämlich. Ja, reg dich nicht auf, Falco. Brauchst jetzt nicht bellen. Weißt du? Nee, gebellt wird nicht. Ab in dein Körbchen. Da vorne ist noch mehr Bambus. Schön. Bambus brauchen wir noch für die Bücher, ne? Bambus ist gleich Papier. Und Papier gleich Buch. Und Buch gleich Bücherregal. Alles klar, Baby. Ja, und dann müssen wir halt wirklich, also bevor wir verzaubern wollen, Level 30 natürlich. Und okay. Lapis. Wir müssen Lapis Lazuli finden. Ist auch sehr wichtig. Ist richtig. Ach so. So. Andere Sache. Hm. Wir können ja auch Sachen reparieren, ne? Mit einem Amboss. Ja. Oh. Es gibt hier einen Amboss, da kannst du einfach dann, ich glaube, einfach nur die Materialien, die du verarbeitet hast, oder zum Beispiel auch, wenn du eine Diamantspitzhacke reparieren willst, machst du einfach eine andere Diamantspitzhacke drauf und dann kannst du die miteinander verarbeiten. Und dann kannst du quasi so eine richtig krasse, verzauberte Spitzhacke einfach reparieren immer. Oh, das klingt nützlich. Ja, also bin ich early. Ist halt einfach nur ein Amboss, ne? Und dann kannst du auch so Waffen und so verschiedene Namen geben. Hier unten ist ein Zombie mit einem Dirtblock in der Hand. Interessant. Alter, hier gab es auch ein paar Explosionen, glaube ich. Hier haben wir auch gefeiert. Man sieht richtig, wo wir lang gegangen sind. Ja. Vor allem in der ersten Folge, wie du so durch den Wald gegangen bist und so Hänsel und Gretel mäßig so Steine platziert hast. Macht dich über mich lustig. Nee, meine ich. So, wo sind wir gerade? Wir sollten gleich da sein, ne? Ja. So noch Momentchen noch. Ein paar Blöckchen. Guck mal, hier rechts ist Lava. Der Boden ist Lava, ne? So. Sagst du das? Ja, ja. Okay, das heißt, wir gehen gleich wieder buddeln. Ja, ich würde sagen, wir gehen gleich buddeln, aber vorher weil müssen wir noch... Wir brauchen für den Tisch was jetzt vor allem noch? Lapis. Ja, das findet man im Boden, oder was? Ja. Also und, einen Diamant. Okay. Es hat auch jemand geschrieben, es war auch richtig dumm, dass wir 2 Diamantspitzhacken gemacht haben. Es war richtig dumm. Nein, nein. Weil, ja doch, also ja. Nein. Ich sag also, einfach nichts dazu. Sag dazu nichts. Oh, guck mal, eine Fuchsfamilie. Wie schön. Ja, ach, die haben sich wieder gefunden. Können wir direkt wieder ausrotten. Ja, aber wir müssen auf jeden Fall nochmal Diamanten finden. Aber ich glaube, wenn wir schon mal da unten sind und Diamanten finden, dann haben wir... Guck mal, hier sind ganz viele Bären, die können wir mitnehmen. Das ist nice. Bären? Was war das? Ich wurde gepiekst von der Bäre. Jetzt wird es bald wieder Nacht. Also wir haben jetzt echt 10 Minuten gebraucht. Holy shit. Ja. Aber jetzt sind wir auch gleich da. Theoretisch. Mathematisch. Gesehen. Und diesen aufhören zu quieken. Fuchs, den ich Fuchse nenne ich Fuchsi. Fuchsi. Ah, hier vorne, ich sehe eine Fackel. Wir sind da. Ja, klar, klar, klar. Geil, moin, da sind schon unsere Küchen, ne? So.
So, jetzt will ich mal ehren, weil ich will das jetzt mal sehen und begreifen. Er ist nicht gewachsen. Ja, ich glaube, weil die Gegend die nicht geladen hat. Ah. Aber der hier ist doch reif, oder? Warte? Nee. Doch, ja. Der ist reif. Ja? Ja. Aber, Falco, fass! Falco, fass! Fass, Falco! Oh, scheiße. Cool, schau ihn nicht an, töte ihn. Ja, ich glaube, Falco kommt nicht rüber. Ja, weil, ja. Scheiße. Kleiner Arschloch. Ja, wir können hier halt noch ein bisschen Zeit verbringen und dann können hier wir... Hier ist ein Enderman. Oh. Können wir killen? Okay, dann lass uns erstmal den Rest ausreißen. Ja, oder lass uns erstmal... Ja, weiß ich nicht. Ja, lass uns schlafen. Ja. Nee, lass schlafen, komm. Wir haben ja, genug es regnet jetzt auch ballern. So nervig und so. Ja, ja. Und nachher kommen wieder die Mantarochen. So, oh, nämlich. So ein Ding ist das. So, Falco, komm mal her. Komm rein. Zack, zack. So, ich habe hier auch eine Kartoffel. Das werde ich auch gleich planten. So, Falco macht Sitz. Sehr gut. So, gute Nacht, Fräulein. So, erstmal einen Schluck von meinem. Ich leg mich mal dazu. Klar, komm zu mir. Kuscheln. Ich habe mein Pyjama schon an. Wir haben uns kitzeln unter der Decke. So. Ja, war doch erfolgreich. Also ja. Wir haben halt ultra viel Stuff also gesammelt. Also wir haben jetzt nicht das gefunden, was wir gesucht haben, aber wir haben was gefunden. Ja. Liebe. Das kann man so sagen. Wir brauchen eine zweite Truhe. Übrigens, jemand hat geschrieben, nach der ersten Folge war ja unsere Truhe weg. Ja, das stimmt, Das könnte eventuell so ein Raider gewesen sein, weil der Server ja lief. Und das glaube ich nämlich. Weil wir haben nämlich einen so einen Typen. Ja, den haben wir draußen gebumst. Den haben wir nämlich draußen weggemacht schon. Und ich glaube tatsächlich, dass die Eltern, die haben den gesucht dann, nicht gefunden. Ja, so Vikings, Alter. So, die haben den dann nicht gefunden, haben dann nur seine Überreste hier irgendwo im Wald verscharrt gefunden. Ja, und dann waren sie sauer. Und dann waren sie sauer. Aber Kathleen steckt trotzdem mit dem, glaube ich. Irgendwie. Ja, die hat die halt rangeholt, ne? Wirklich, Kathleen ist so ein Antimate. Ein Antimate. So. Oh, ich schmeiße nochmal die Öfen an. Bruder, ich pflanze hier draußen gerade mit den Kartoffeln, die ich gefunden habe. Hammer. Schau dir das, mit den Knochenmehl und so. Jetzt haben wir schon richtig geil, viele Kartoffeln. Ja, wir haben richtig viele Kartoffeln jetzt. Ich habe die alle gepflanzt gerade. Oh. Ja, was war das für ein Geräusch, Alter? Richtig schön einen hochgezogen. So. Alter. Ist gar nicht so gut. Ja, zack, 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 zack. Wo ist meine Schaufel? Meine Schaufel ist irgendwie weg. Ist vielleicht aus Versehen weggeworfen. Es kann sein, dass die in der Truhe gelandet ist. Ja. Well, er. Geil. So, Falco. Wir haben schon mal ziemlich viel Bambus. Oh, hier liegt ein Bogen draußen vor der Tür. Wie geil. Wahrscheinlich von dem Dude. Ja, ich glaube, der Enderman ist tatsächlich weg jetzt. Meinst du? Ich guck nochmal. Ich glaube tatsächlich, der ist gone. Okay, was ist da für eine Verzauberung auf dem Boden? Power, Unbreaking 2 und Punch. Was, eine Verzauberung ist auf dem Boden? Eine Verzauberung auf dem Bogen. Ah, lol. Ja, du hast einen Bogen mit einer Verzauberung gefunden? Ja, ja, mit Power 2, Unbreaking 2 und Punch 1. Ich weiß zwar nicht genau, was also das ist. Also sind da viele Sachen drauf? Ja, ja, mehrere Verzauberungen. Krass. Das klingt gut. Ja, doch. Hier, gib mir mal eure Sachen. Ich raub grad die Schafe aus. Sehr gut. Ich habe hier die Bärenbeete mal ein bisschen optimiert, dass man die auch ernten kann ohne... Auch eine geile Alliteration, oder? Die Bärenbeete? Bärenbeete, ja. Guck dir das mal an. Die Bärenbeete. So. So, ich mach mir die Enderperlen hier rein. Mhm. Geil, geil, geil. Wir haben so viel Fleisch. Alter. Wir haben einfach 32 verrottetes Fleisch. Ist auch nicht schlecht. Schlecht ist das nicht. Nur halt verrottet. 27 davon. Zack, rein damit. 12. Alter, ich brate hier das Essen. Schön. Schön. Ich habe da auch ordentlich reingeschmissen. Jeet. Reingejeetet. Okay. Dann gehen wir jetzt buddeln. Warte. Wie ernte ich so einen Kürbis am besten? Einfach abbauen. Okay, und kommen da Samen dann raus, oder? Da kommt ein Kürbis raus. Ja, aber so, dass ich da auch wieder was nachpflanzen kann.
Okay, ja, ich habe jetzt einen Kürbis. Oh, geil. PogChamp. PogChamp. Wollen wir mit dem, mit den, du hast noch Knochen, ne? Wollen wir mal ganz kurz die Felder hier ein bisschen bearbeiten und dann die Kühe und so füttern, bevor wir runtergehen? Damit die sich ein bisschen vermehren? Ja, ja, ist gut. Genau, dann geh einfach mal über die Felder und besähe die mal, ne? Ja, ich probiere das mal aus. Gerne. Ob ich das hinkriege, weiß ich nicht. Ja, einfach nur einmal die Knochen zu Knochenmehl verarbeiten. Also einfach nur oben in dein Crafting-Dings reinmachen. Ach so. Dann hast du ganz viel Knochenmehl und dann einfach nur rechtsklick auf die ganzen Pflanzen. Rechts. Links sind die Kartoffeln hier. Auf die? Die sind wichtiger? Nee, einfach nur auf die Pflanzen. Auf das Weiße. Also Kartoffeln nicht? Kartoffeln nicht. Kartoffeln sind nur für uns Essen. Genau. Einfach rübergehen und alle mal... Geil. Ich ernte schon mal hinter dir. So funktioniert Landwirtschaft, Freunde. Ja, Knochen. Schön, schön. Mann, wie cool. Das Geile ist, daraus kriegen wir auch richtig viele Samen und können halt noch mehr besäen. Ja, geil. Zack. Schön, schön. So, jetzt gehen wir hier unten hin. So, ich habe nichts mehr. Geil. Nice. Aber das hat gelohnt. Ja, ich habe einfach fast 2 Stacks jetzt von Samen. Ich habe auch 14 Samen noch. Geil. Dann platziere die mal da oben. Ich mache mal hier unten voll. Mhm. Wir müssen halt unbedingt unsere ganzen Kühe richtig schön miteinander fahren, ne? Ja, das muss da drin richtig Massentierhaltung werden. Ja. So richtig auf engen Raum. Ja. Jeder so ineinander unter 50 Zentimeter, Quadratzentimeter Platz. Jo. Die sollen ineinander leben. Das soll so eine Monsterkuh werden. So in, ne? Ja, die sollen dann effektiv auf lange Sicht zusammenwachsen. So, ich will die jetzt auch mal bumsen lassen. Mach das gerne. Ich hab hier 9, so. Mach das gerne, Max. Mach das gerne. Hab ich einfach füttern, mehr nicht? Einfach nur Rechtsklick auf sie, ja. Also, ich habe sie eben, glaube ich, schon verpaart unten irgendwo oder die Kühe oben. Das ja, eine Kuh ging noch. 2. 3. Bumst, bumst, bumst alle. Bumst alle, Kinder. Okay, ich glaube, mehr geht gerade nicht. Sie sind jetzt auch Schafe hier unten. Ich glaube, die Schafe sind so main für Essen, I guess. Ja, und Wolle. Da brauchen wir Wolle, wirklich dringend. Für Bücher, oder? Nee. Das war falsch. Wir brauchen das Leder von den Kühen. Ganz dringend. Ja? Ja. Für Bücher halt. Okay, halt, das sind jetzt schon einige geworden, obwohl ich ja eine geschlachtet hatte. Ja. Ich glaube tatsächlich, wir sollten jetzt vielleicht noch warten. Ich glaube, so in ein paar Minuten können wir die halt nochmal paaren lassen und dann gehen wir runter, oder? Wie du meinst, Digga. Ja, dann lass uns das so machen. Dann aua. Pass auf. Bären, aua. Ey, wenn du dadurch sterben würdest, wäre so witzig. Das wäre nicht witzig, Digga. Aua. Mach ich. Nee, ich brauche keine Brote. Ich glaube, wir lassen das Zeug jetzt einfach mal hier für die Kühe. Dann mache ich jetzt hier mal draußen eine Truhe. Kann man die auch die mit Beeren füttern? Ich wage es zu bezweifeln. Okay. Putz, Putz, Schlitz. Also Schlitz. Allein, was wir hier an Beeren jetzt die ganze Zeit an Essen bekommen. Ja, also ich glaube, Essen insane. Sind wir mittlerweile echt ja. Am Start. Welle. So, ich brauche jetzt auf jeden Fall noch ein Eisenschwert, ein neues. Jo, stimmt. Wir können uns ja mal ein bisschen preparen für gleich. Boah, Alter, haben wir hier 4 Weil Hacksteaks. Da unten werden wir ja alles zerstören. Wir werden ja alles aufschneiden. Ja. Wenn er so ein Typ ist, der sich vor irgendwas versteckt, dann schlitzen wir den auch auf. Wir schlitzen den auf, Digga. Wir sagen so, was machst du hier? Er sagt so, Hilfe, ich brauche Hilfe. Hilfe, bitte nicht schlagen. Was? Was, Junge? Eigentum. Und wir brauchen richtig viel Fackeln. Ich hab, so 80. Geil. 80 Fackeln. Okay, ich werfe jetzt hier mal kurz ein bisschen Müll weg. Also ich habe ein Eisenschwert zur Hälfte noch haltbar und dann habe ich noch ein Steinschwert. Okay, ich mache mir jetzt einfach noch provisorisch eine Eisenspitzhacke, weil meine schon ein bisschen broke ist. Oder nee, ich nehme einfach meine Diamantspitzhacke, wenn ich sterbe, ist halt eh vorbei. Nein. So ist es. Aber den Bogen packe ich erstmal hier rein, weil den können wir reparieren und der ist dann schon verzaubert. Geil, ich will ihn auch mal sehen. Oben Alter. Rechts, ja, ist krass. Power 2 klingt echt strong. Ja, ich glaube, das macht dann einfach Damage allem, hoch. Ja, vor allem auch Unbreaking ist gut, weil dann heilt er halt echt super lange. Okay, dann mache ich mir auch mal ein paar Fackeln. Okay, ich check nochmal die scheiß Kühe ab. Okay, ich nehme auch ein bisschen Eisen noch mit. So. Gerne.
So, ja, ja, Eisen ist gut, falls ein Schild kaputt geht. Schild habe ich auch nur noch Hälfte. Das lege ich weg, das. Jetzt nehme ich mir Essen mit. Ja, ja, hier konnte noch mal was gebumst werden. Oh ja. Sehr gut, sehr gut, meine Kinder. Lass mich das mal hier. Geil. Ja, schreit ihr, wollt ihr Freiraum? So, das war's. Nicht mit uns. Gibt's nicht. Nicht mit uns. So, wenn wir wiederkommen. Wenn wir wiederkommen, dann kriegt er 2 Quadratmeter weniger. Ich sag, wie es ist. Jo. Aber dafür 8 neue Geschwister. Okay, Abfahrt. Schaufel. Okay, ich hab Essen, ich hab Fackeln. Ganz stimmt, vorne. Essen brauche ich noch. Ja, ich hab 23 ich hab nur Steaks. Mein Schild ist auch noch gut. Meine Rüstung ist jetzt auch schon bei half. Also wir gehen ja jetzt auch runter und bumm, sind sowas wie ein Spawner weg. Weißt du, wie ich meine? Ja, wenn wir es finden, auf jeden Fall. Abfahrt. Wollen wir schon mal einmal auf die Uhr gucken? Oder später? Ah, noch lange nicht, oder? Ja, okay. Dann. Okay, die Frage ist, wollen wir hier jetzt einfach unseren eigenen Tunnel nach unten bauen? Nicht, dass wir immer kreuz und quer rennen müssen, weißt du, was ich meine? Also ja, hier zum Beispiel so eine Treppe runter, ja, spiralförmig. Ja. Dann lass uns mal, nenn ich spiralförmig, ich würde so einfach gerade nach unten machen, dann können wir theoretisch halt Treppen bauen zum Beispiel. Okay, also hier weiter zum Beispiel. Da macht jeder, pass auf, du machst 2 Felder breit und ich mach 2 Felder breit. Weißt du? Da machen wir quasi eine mal vier breite Treppe nach unten. Brauchen wir das? Weiß nicht, wir können halt Sachen finden auf dem Weg, theoretisch. Ja, ja gut, aber wir treffen ja eh früher oder später auf eine Höhle. Ja, okay, dann machen wir es unten. Hier ist Eisen, geil. Achso, ja, ab und zu eine Fackel. Oh! Servus. Geil, hier ist Eisen. Bisschen Gold. Boah, hier ist ordentlich Eisen. Ja, Gold nehmen wir jetzt auch mit. Genau. Wurde uns ja gesagt, dass wir das ja, Gold war nämlich für einen speziellen Fall brauchen. Ich glaube, die gucken sich tatsächlich so wirklich ein bisschen an, okay, welche Items bei uns sind eigentlich richtig useless und Gold war halt ganz oben mit dabei, neben Lapis. Mhm. Weil Gold bringt halt wirklich nichts. Aber jetzt scheint es echt was zu bringen. Es gibt auch neue Mobs im Nether habe ich gelesen. Mich ein bisschen spoilern lassen. Hm. Aber noch mehr habe ich mich noch nicht habe ich mir noch nicht dazu angeguckt. Ich würde sagen, wir lassen uns da echt überraschen. Welche Ebene sind wir denn gerade? 20, okay. Ja, dann noch ein Stück. Ein bisschen auf 11. Ja, wollen wir dann so uns in die Seite so reinbauen? Quasi? Wenn wir auf 10 sind, ja, dann gehen wir in die Breite. Ne, auf 11. Auf 11 10 ist ja Lavasee. Wir sind jetzt auf 13. Das ist Minecraft, wie wir es kennen. Noch, da, Shop. So wie du jetzt stehst, das ist die richtige Ebene. Okay, dann grabe ich mich jetzt einfach mal hier rechts rein. Sehr gut. Dann mache ich das auch in die andere Richtung. Okay. Haben wir alles gut ausgeleuchtet? Ja. Mache ich 3 hoch? Also mache ich noch 1 über meinem Kopf? Ich glaube schon. Ich nicht, mach 2. Das verbraucht sonst zu viel Spitzhacke, glaube ich. Ja, aber weißt du, es ist so. Naja, Klaustrophobie-Dings. Klaus, Digga. Klaus. Ist schon am Start, klar. Achso, jemand hat doch gesagt, irgendwie, dass Field of View 105 am angenehmsten sei. 105, ich probiere es mal aus. Ja, wollen wir es mal ausprobieren? Also gerade auch für PvP und so. Ich meine, wir spielen Hardcore. 105. Es geht ja nicht darum, was am schönsten oder am besten aussieht. Es geht ja eigentlich darum. Die Effizienz. So, und hohe Field of View. Hast du die meisten Gegner halt auf dem Monitor? Ja, okay, ich habe jetzt auf 105. 105, ja, ich auch. Okay, ich bin in einem hast du schon was? Kleinen Tunnel gelandet. Aber hier ist kein, hier ist nur Eisen in der Ecke. Habe ich Holz dabei? Natürlich nicht. Habe ich Holz dabei? Nö. Hast du Stöcker dabei? Nein, das. Aber ich meine, wir kommen super schnell wieder hoch, ne? Mathematisch-theoretisch. Theoretisch, mathematisch gesehen. Okay, ja, jetzt ist meine Eisenspitzhacke da. Ja, ich will jetzt ungern irgendwie die Diamantspitzhacke benutzen. Ich auch sagen. Irgendwie. Haben wir noch Eisen? Ich geh jetzt noch, ich habe Eisen dabei, aber keine Stöcker. Ich, guter Junge. Ja, egal. Aber ist ja nicht schlimm, weil diesmal sind wir nicht durch 1000 Höhlen gewandert. Ja. Ich hole jetzt einfach schnell was. Du hast es viel besser nach unten gebuddelt. Ich habe immer noch einen Block oben gelassen und das beim Hochgehen richtig annoying. Ja. Ich bin halt ein richtiger Crafter, weißt du? Ja, ja, du bist MC. Man nennt mich nicht umsonst MC Sturzy. Alter, Falco wartet. Das ist aber gefährlich hier. Oh, Falco, bäm mich doch nicht an, du kennst mich doch. So, okay, dann nehme ich jetzt ein bisschen Holz mit. Einfach hier 48. So. Dann komme ich wieder nach unten. Okay? Mhm, gerne. Oh, ich
Ich brauche Diamanten. Ey, sagst du. Wir brauchen halt noch zwei Stöcke. Hast du dabei? Ja, ich habe ganz viel Holz, warte. So, ich mache jetzt erstmal hier eine Werkbank hin. Können wir, lass die ganz unten machen. Ja, okay, machen wir eine kleine Zwischenstation da unten. Weil ich helfe dir hier mal mit dem. Ja, wir können auch einfach ganz rechts. Komm, Hardcore, Hardcore, lass das. Ja, hast recht, hast recht. Du hast ja recht. Oh, Mann. Hardcore, Hardcore, lass das. Okay, ich mache den Spitzhacke mit. Mhm, sehr, sehr freundlich. Hier. Geil. Danke. Minecraft, so. Minecraft! Craft Mine. Ja, wie findest du Minecraft jetzt eigentlich, wo du es mal ein bisschen intensiver verfolgst? Ja, geil, ich fand das schon immer geil. Aber es ist jetzt trotzdem, muss ich sagen, kein Game, was ich jetzt privat nur spielen würde. Nö, ich finde es im Rahmen des Projekts halt ultra geil. Ultra nice, ja. Weil auch für halt, das Projekt so ja, an ja. sich thematisch halt mega cool. Weil wir arbeiten halt wirklich immer so drauf hin. Lesen uns die Kommentare. Also das ist halt so geil mit den Kommentaren auch noch immer. Ja, es macht richtig Spaß, muss ich sagen. Oh, also auch als YouTuber. Geil! Muss man es mit Diamantspitzhacke abbauen? Nee, einfach nur mit. Geil, aber da droppt auch immer richtig viel von. Geil. Ich hab wofür? Jetzt 38 und Lapis, geil. Alter. Nice. Ziel erreicht. Schon mal ein bisschen. Ich hab jetzt hier Granit oder was das ist. Sagt es irgendwas aus, wenn das in der Nähe. Nee. Nee, okay. Redstone. Ich stoß halt auf gar nichts. Ja, einfach weitergraben. Ja, ja. Keep grinding. Ja, ist halt echt so. Aber wir haben trotzdem die richtige Höhe, ne? 11 hieß es ja als Diamond. Ja. Ich glaube, so, ich habe aber schon alles gehört. Ich habe gehört 13, 10. Ja, hier ist Cobblestone. Cobblestone? Red Dings, modern. Ach, das. Redstone. Ach, das. Ach so. Ich glaube, ich bin ganz am Boden. Nee. Bedrock. Hier bin ich nicht. Oh, okay, ich bin in unserer Mine gelandet. Oh, echt? Ja, ja. Was? Ich gehe mal hier ein Stück weiter. Das sind Zombie. Das sind überall Spinnenweben. Ich geh mal weg. Ich mach hier mal zu. So. Da können mich die Zombies nicht nerven. Nice, hier ist noch Eisen. Wir haben halt echt viel Eisen mittlerweile, ne? Wir brauchen gar nicht so viel. Ich hab, also ich bin ehrlich, ich gehe hier straight, ne? Und ich habe bisher nur Redstone gefunden, ein bisschen. Nochmal Lapis! Gut, dass du aufnimmst. Also, das ist deine Folge. Ja. Ist, für deine Messe ist einfach nur Stein. Enttäuschend. Jo. So, zack. Leute, wir exploren hier wie Dora the Explorer. Kennt ihr? Also ich glaube, was wir früher gemacht haben, das Beste war immer ein langer Gang und dann immer so alle 10 Felder in die Seite ein bisschen. Ja, aber I don't know. Ich glaube, es ist scheißegal. Ich bin gerade hier in so einem Gang. Ich hoffe, dass ich hier an der Seite irgendwie Diamanten finde. Ich darf mich jetzt hier aber nicht verlaufen. Alter, überall Redstone, es ist so geil. Eine ist nicht. Meanwhile du so, oh, ein Feld Redstone, cool. Geil, ich hab Redstone. Redstone ist halt wirklich so das Nervigste. Wieso? Ja, weil oh, es ist jetzt Kies. Es ist halt, oh ja, ich auch. Ich hätte es gerade meinen Commentary machen können. In dem Moment ist mir gerade Kies auf den Kopf gefallen. Nee, weil hier ist halt so, keine Ahnung. Ist halt so, du brauchst es für so eine bestimmte Sache, die man halt sehr, sehr selten nur macht. Für irgendwelche Redstone-Sachen. Man könnte halt ein automatisiertes Feld bauen, ne? Aber es ist halt alles so effizient. Das ist aber nicht Hardcore, Digga. Eben. Wollte ich gerade sagen. Das ist halt so, okay. Wer oh, ich höre Lava. Okay, jetzt muss ich aber auch ein bisschen vorsichtig sein, ne? Ich höre gerade im Hintergrund wieder diese geile Minecraft-Musik. Ich weine gleich. Weil das müsste ja theoretisch eine Ebene unter mir sein, oder? Lavaseen sind auf der Nummer 10. Ich weiß, also die sind ja auch woanders. Es ist ja nicht. Ja, aber so tendenziell, ne? Ja, ja, tendenziell halt. Über mir ist Lava, okay, tropft alles runter. Creeper. Ich baue hier zu. Das ist schon mal scheiße der Weg. Ein bisschen Kohle, Alter, ich habe Kohle gefunden. Ich habe Gold. Ich hatte noch nie so viel Glück. Oh mein Gott, ich frage mich, ob irgendwann wirklich diese Folge kommt, wo einer von uns stirbt. Nein, glaube ich nicht, Digga. Ich auch nicht. So kurz okay, davor vom Portal, wir haben richtig gegrindet. Wenn wir sterben, Redstone gibt gute EP, bin ich ehrlich. Ja, das stimmt. Das stimmt. Alter. Die Musik ballert mir gerade so in meine Gefühle. Okay.
Oh, jetzt bin ich nah an Lava. Ja, ich höre es lauter. Kann man da so davon ausgehen, dass man stereotechnisch gut hingeleitet wird, wo das ist? Dass, wo das Geräusch herkommt? Ja, eigentlich schon. Finde ich. Das über, unter mir, ich check's nicht. So, ich habe jetzt einfach ein bisschen mehr Arbeit erspart. Ja, ich stoße hier die ganze Zeit wieder auf die Mine, die wir gefunden haben. Ja, ist doch gut. Wir sind immer so ein bisschen Gold, aber noch keine Diamanten. Wir brauchen halt jetzt zwei wirklich für diesen Tisch. Zwei Diamanten. Zwei Diamanten. Einen für jede Ecke. Okay. Hm? Warte mal, ich sag dir gleich mal, ob es sich lohnt, zu mir zu kommen. Ich habe hier eine richtig fette Höhle gefunden. Mit Fischen. What the fuck is this? Mit Fischen? Ja, hier sind Fische drin. Und da ist Lapis. Mit Fischen, Digga. Crazy. Okay, ich mach mal hier das Lava weg. Kann ich hier irgendwie... Das geht doch. Ich kann doch irgendwie das Wasser versuchen zu stoppen. Also mir reicht das hier jetzt. Das ist hier scheiße. Ansonsten komm zu mir. Ah, ich hab Lava gefunden. Das ist ein Lavasee. Ah. Das heißt, hier könnte auch gut Diamant in der Nähe sein. Ja, hier sind halt Fische. Das heißt ja, das kommt von der Oberfläche, oder? Wenn Fische hier sind? Leute, schreibt's in die Kommentare. Ja, kenn ich mich nicht so aus, aber ja. Wenn hier... Ich schwimm hier mal durch. Okay, ich bin in einer riesigen Höhle, wo ein Lavasee drin ist. Okay, hier ist ein Enderman. Was soll ich tun? Warte ich auf dich? Soll ich kommen, ja? Hier ist, okay. Hier ist ein sehr, sehr... Ja, dann komme ich jetzt. Großes Konstrukt irgendwie. Ich bin jetzt auch gerade auf etwas gestoßen, aber okay, musst du wissen. Also ja, endlich hier ist halt, hatte ich auch mal Erfolg. Hier ist halt ein Enderman. Ich, weil, ja, ich will nur, ob ja, du ja, willst, ja. Dass ich ihn angreife oder... Nein, 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 das machen wir zu zweit. So. Okay. So, jetzt können wir es erstmal auf die Uhr gucken, das oder? Ja, ja, ja. Schau mal. Ich glaube, wir sind tatsächlich schon sehr, sehr weit. Alter, 16 Minuten noch. Oh, krass. Ja, wir sind schon. Wie wir so den Gang entlang sprinten. Alter, wie weit wir gebuddelt haben. Ich sprinte hier gerade lang. Ja, ich sehe dich. Richtiger Sprinter. So, ja, hier okay. Ist, ne, Mine. Und hier geradeaus ist übel weird. Ist richtig viel Wasser. Auch so richtig, also, und hier sind halt Fische überall. Oh, ist Obsidian. Ja, ja, das ist halt, komm mal her, schwimm hier mal lang. Hier oben sind die Fische. Die schwimmen hier einfach im Wasserfall. What the fuck? Und hier war eben der Enderman. Ach, das ist alles hier unter Wasser? Ja, ja, irgendwie richtig weird, das habe ich noch nie gesehen. Hier ist richtig viel Gold und hier war eben auch der Enderman eigentlich. Okay, wo ist er hin? Oh ja, ich höre ihn. Er ist hier. Ja, hier ist halt richtig viel Gold, voll geil. Nice, ja. Alter, hier können wir gleich abbauen, hier ist auch Eisen. Ja, direkt links neben mir ist er. Also rechts neben mir, von dir aus. Hier. Okay, okay, lass uns ihn, ich würde jetzt hinter ihn gehen. Ja, let's go. Oh, nice. Hat eine Perle, hat eine geil, Perle. Geil, 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 geil. Oh, jetzt schreit er wieder so eklig, der hässliche. Wollen wir kurz Eisen, mir eine Eisenspitzhacke machen? Hast du keine mehr? Nee. Okay, ich... Ja, wobei, die hält so lange, die Diamond-Dings. Oh, da ist ein Zombie. Da ist ein Zombie, der versucht hier hochzukommen. Der hat ein bisschen Struggle. Scheiße, ich verkacke so. Scheiß Kackfledermaus. Okay, hier Eisen, Spitzhacke. Oh, ich habe sie wieder aufgehoben. Sekunde, hier. Merci. Merci. Merci, okay, ja, das ist. Haben wir noch jetzt knapp 15 Minuten? Ja, und lass ja einfach gucken, was bei der Höhle geht. Gucken wir einfach mal, ne? Ja, ich glaube tatsächlich, die ist jetzt schon over. Aber wir könnten einfach jetzt hier gleich wieder anfangen oder ansetzen und in verschiedene Richtungen graben. Ja, können wir machen. So. Ey, die ist halt auf jeden Fall special, ey. Ja, wir können jetzt hier halt einfach sagen, okay. Dass die Fische hier sind, finde ich halt hardcore funny. Ja, das heißt, oh lol, die Fledermaus ist einfach, die fliegen hier einfach rein. Lol. Ah! Ah, Creeper runtergefallen! Ich hab's nur im Augenwinkel gesehen. Komm mal rum hier, komm mal rum hier. Ich lass den erstmal explodieren, ja. Jo. What? Okay. Meinst du nicht, wenn wir hier lange weiter tauchen und das
Obsidian brauchen wir nicht mehr, das, ja? Das brauchen wir nicht mehr, ne. Ey, was ist das für eine krasse Höhle? Ja, komm mal ein bisschen hier mit her. Oh, lol. Ja, ich würde sagen... Aber da oben war auch Gold und so. Ich würde sagen, wir graben jetzt einfach hier weiter, weil nach oben brauchen wir nicht, da sind keine Diamanten. Oh, lol. Okay. Wir sind Höhe 12 Grad. Okay. Oh, lol. Hä, hey, was geht da oben ab? Ja, okay, hier gehen wir einfach weiter. Ja, würde ich auch sagen. Wir sind halt auch auf der richtigen Höhe. Das heißt, sie könnten halt überall gleich... Okay, da ist ein Creeper. Weil ich mach kurz das Wasser hier weg. Lol, er brennt. Tot. Okay, ich habe mal das Wasser hier weggemacht an der Stelle. Du kannst hier die einfach eingraben, dann verschwinden die. Aber check, unterm Wasser können manchmal auch Sachen sein. Ja, du darfst nicht da runterbauen, sonst geht's höher. Okay. Da vorne ist Lapis, guck. Geradeaus. Ah, das ist Lapis. Jo. Zack. Nice. Okay, wir sind hier auch komplett auf der richtigen Höhe. Das ist ganz sehr das nice. Ist richtig gut. Ich mach mal ganz kurz den Wassereimer, ja? Das haben wir voll vergessen. Ich hab einen. Du hast einen? Ah! Klar. Ah! Ich bin vergiftet! Okay. Sekunde. Ich zieh mich zurück. Heil dich. Haben wir einen Bogen dabei? Nein. Beziehungsweise ich nicht. Scheiße. Okay, ich heil mich aber gegen. Ja, nicht auf Risiko. Alter, das war jetzt völlig easy. Jetzt mit Essen ist das richtig easy. Der hat mir ja nicht viel abgezogen letzten Endes. Aber die Spinne. Ach, das ist. Weißt du, was das für. Das ist die Höhle, wo du das erste Mal attackiert wurdest. Ah, okay. Nur, dass wir jetzt weiter unten. Ich hab sie geklärt. Ja, das ist. Nur, dass wir jetzt wirklich weiter. Guck mal, da oben, der Zombie, der ist im Spinnennetz gefangen. Der fällt da gerade langsam durch. Der denkt sich so: Scheiße. Scheiße! Nur die gleiche, die mit ihren Spinnennetzen. Okay, ich hol mir jetzt von oben. Ja, ist jetzt natürlich, wenn es da oben so viel Viehzeug gibt, ist natürlich auch ein bisschen dumm und. Nicht risky, aber wenn die ganze Zeit runterfallen, ist schon scheiße. Da geht's wieder los. Ich bin schon wieder vergiftet. Assassin's Creed! Ja, das meine ich. So, die hüpfen hier runter. Heil dich. Ja, ich heil mich. Heil dich! Hier kommen die ganze Zeit Zombies. Ich heil mich. Okay. Ich brauche nur jetzt eine Wasserquelle eigentlich. Hier ist doch Wasser. Ja, aber das ist fließendes Wasser, nicht stehendes Wasser. Okay, soll ich eine machen? Nee, dann nimmst du mir die ja quasi erst wieder weg. Ich komm wieder nach unten. Ich schieße irgendwer. Oh mein Gott. Ich bin. Okay. Ich bin safe. Mach keinen Scheiß, bitte komm jetzt her. Ist eine Giftspinne. Ich bin vergiftet und hier ist ein Skelett. Okay, ich renne einfach erstmal weg. Ja. Ich töte dieses Vieh. Okay, ich heil mich. Jo, ich töte die Spinne. Das war eine eklige Kombo. Also, wir sollten, glaube ich, eventuell da unten nicht weitermachen. Ja, findest du? Ja, finde ich. Okay. Ja, dann lass uns lieber graben. Es kommt, ist genau das, was ich meinte. Es kommt die ganze Zeit von oben Viehzeug. Wir sind beide fast gestorben. Das ist nicht so worth. Okay, ja, dann lass uns woanders weitergraben. Oder wir gehen da oben hin und clearen alles weg. Das geht halt auch. Ja, die spawnen halt neu. Also, das halt. Ja, da, also, dass wir den Spawner da auch weg. Es gibt keinen Spawner. Also doch, den Spinnspawner, aber dann sollten wir es lieber einfach ignorieren, glaube ich. Ja, ich glaube, es ist auch einfach zu gefährlich und bringt uns überhaupt gar nichts. Wo wollen wir weitergraben? Wollen wir einfach in die Richtung hier weitergraben, von hier aus? Also Richtung da? Können wir, ja. Oder ich gehe zurück zu... Naja, zu zweit ist eigentlich immer besser, oder? Ja. Ich könnte hier auch weiter die Höhle erschließen. In die andere Richtung. Ja, dann... Oh, pass bloß auf die Lava, ey. Hinter dir ist sie halt. Ich habe ja einen Wassereimer auch dabei. Okay, ich grabe jetzt einfach mal hier in die Richtung, einfach, dass wir den Anschluss haben. Soll ich auf die Uhr gucken? Ach, stimmt. Wir haben halt echt nicht mehr lange gleich. Ja, dann mach mal. Noch 9 Minuten. Ein Zehner also fast. Okay. Pass auf, ich gehe einfach mal zu mir zurück, wo ich war. Okay, ich bin jetzt hier in der Höhle gelandet. Oder ich guck mir jetzt einfach den Minenschacht weiter an, weil das ist auch fast die richtige Höhe. Ja, das mache ich. Den Minenschacht? Ja. Okay. Wo du durchgegangen bist. Achso, ja, das habe ich teilweise ein bisschen wegignoriert, weil ich auch Angst hatte ein bisschen. Warum hast du Angst, Junge? Los mit dir? Ja, sorry, ich wollte halt nicht sterben, weißt du? Am Ende muss ich hier eine Folge LOLfacts für dich aufnehmen. Das wäre geil. Jo, Leute, Max hat ja keinen Bock mehr auf die LOLfacts, deshalb bin ich hier. Ich wurde gerade fast vom Kies erschlagen. Hast du, okay. hast du nicht mal so eine Folge LOLfacts aufgenommen? Irgendwie random dann plötzlich, nach 3 Jahren oder so? Ja, TFT-Facts, als TFT rauskam. Ja, ja. Aber hat niemand geguckt.
Ja, bring mal wieder LOL-Facts, Digga. Ja, richtig geil, ne? Geiles Meme, alles spam mich jahrelang zu und dann mach ich's. Guck keiner. Also, was heißt keiner? Aber kam jetzt nicht, also ging jetzt view-technisch nicht ab. Überhaupt nicht. Da bin ich sauer jetzt. Ich auch. Ich war auch richtig sauer, Digga. Oh, Alter, auf einmal hinter mir ein Creeper, ey. Oh, Eisen im Boden. Hat geknallt. Kümmer und Sorgen. So. Ich bin fast Level 30 jetzt auch. Also ich bin Level 28. Knapp. Und oben wächst gerade das ganze Grünzeug, weil wir noch im selben Gebiet sind, glaube ich. Oder fast zumindest. Ich glaube, jetzt bin ich hier wieder da, wo Spinnspawner und so auch ist. Oder? Ja, okay, ich hau rein. Nice. Wenn Creeper sich einfach geht. Hier ist Diamond. Geil! Okay, ich bleib hier. Ich schalte zu dir. Da, meine Freunde, aber hier oben sind gerade zwei Creeper runtergeplumpt. Deswegen mache ich jetzt Folgendes. Geil, aber ich hoffe, es sind mehr als nur ein Diamond. Wir brauchen halt wirklich mindestens zwei, danach ist alles gut. Ansonsten, warte, dann bau erstmal zwei ab. Das ist das, was wir brauchen. Und dann versuchen wir zu verzaubern und kriegen potenziell mehr aus dem, falls mehr da sind, weißt du? Ja, ja, ich mache das hier gerade super sicher. Geil. Dann bau wirklich erstmal nur zwei. Eins ist mir sicher. Bau wirklich erstmal nur zwei ab. Dann erinnern okay, dahin kommen die Jungs. Dann erinnern wir uns an die Stelle. Okay, jetzt wird erstmal hier ein bisschen gefightet. Ja, ich schalte gerade zu dir. Ist alles gut. Diamond! Schalt zu mir, Sterzig! Okay, schalt rüber. Dann haben wir ja zwei. Safe. Ja, zwei haben wir safe. Aber ich hab jetzt drei vorkommen. Drei? Vier? Okay. Alter, es sind fünf. Dann bau. Schalt zu mir, schalt zu mir. Ich hab zu dir geschaltet. Ist sechs, gut jetzt. Sechs. Okay, ich hab einen. Ich hab einen nur bis jetzt. Das ist. Zwei. Arm. Zwei. Okay, dann würde ich. Warte, hast du schon abgebaut? Nee, ne? Oh, und ich habe eine verzauberte Leerkappe gefunden. Hast du schon abgebaut? Nee, noch nicht ganz. Okay, dann würde ich jetzt bei mir hier die zwei abbauen und wir merken uns bei dir die Stelle und da gehen wir dann mit einer Glücksspitzhacke ran. Okay, ich habe jetzt drei abgebaut, aber hier sind noch mindestens drei. Du hast drei abgebaut? Ja, insgesamt, aber hier sind noch drei. Okay, dann warte ich hier mit den Diamanten, dann gehen wir hier mit einer Glücksspitzhacke hin. Okay. Geil. Heftig, so, heftig. Soll ich nochmal auf die Uhr gucken? Wobei, nö, ja. Brauchen wir doch nicht, wir gehen jetzt eh zurück. Dann gehen wir dann zurück. Dann kommen wir oben nochmal. Geil. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt zurück. Ziel erreicht. Machen nice. Hier Tischchen. Oh, okay. Oh, nice. Aber es waren jetzt nur zwei Stück bei mir. Aber wenn wir halt eine Glücksspitzhacke haben, es gibt halt verschiedene Glücksstufen, ne? Falls du das noch nicht wusstest. Es gibt verschiedene Stufen der Verzauberung, zum Beispiel Glück 1, 2 und 3. Bei Glück 1 kriegst du vielleicht einen mehr, bei Glück 2 kriegst du halt. Ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mehr kommst, halt immer höher, weißt du? Je nachdem, welche Stufe. Mhm, ich bin übrigens hinter dir. Ich weiß, ich habe gerade zwei Creeper geklärt, Digga. Das ist so crazy. Danke. Ja, auf jeden Fall, brauchen wir mindestens irgendwie. Wo ist dein krasser Tunnel? Hier geht's nach Hause. Ah. Auf jeden Fall kriegen wir dann zumindest mindestens ein mehr, teilweise sogar zwei mehr. Ich habe den Eingang markiert, indem ich hier richtig viel Fackeln hingespammt habe. Geil. Okay. Minecraft! Yeah. So, hier sind wir. Aber das war jetzt auch schon wieder zweimal richtig brenzlig. Es war wirklich brenzlig. Also es hätte, also bei mir, ich war richtig low und hatte keine Chance, irgendwie zu entkommen, weil ich stuck war. Ich habe mich schnell zugebaut und mich geheilt. Das war ein richtiger Pro-Move. Aber ja, heftig. Die Ereignisse haben sich überschlagen. Und wir haben Diamanten. Das bedeutet, wir haben sogar Progress. Ja. Und nächste Folge fangen wir dann an zu verzaubern. Und wir haben wieder gelevelt, richtig heftig. Genau. Und nächste Folge machen wir dann den Zaubertisch mit den Bücherregalen. Haben wir dafür denn jetzt wirklich alles? Wir farmen gerade dafür. Also wir brauchen das Leder von den Kühen ganz viel. Wir brauchen Holz und wir brauchen das Papier. Und damit ist alles safe. Wir haben alles. Okay. Ja, soll ich auf die Uhr gucken? Kann ich ja machen. Noch 4 Minuten. Und, ich habe eine Kartoffel. Geil, ich packe jetzt nochmal das Gold rein. Ich packe hier unten das Eisen rein. Wir haben knapp 80 Lapis. Was ich lasse hier derweil auch einfach mal ein bisschen durchlaufen. Okay, in der Zeit, die wir noch haben, gehe ich jetzt mal nach draußen und fütter nochmal die Viecher. Mhm. Wir brauchen ja auch jetzt mal mehr Öfen. Ich mach mal ein paar Öfen, ja, das geht so nicht. Alter, wie hier alles gewachsen ist. Heurika. Ja? Ja. Heurika. Ja, ich sag ja nur. Kannst du mal rausgucken. Also, das ist wirklich schön. Eine Sekunde. Richtig schön. Richtig schön einfach nur. Wow.
schön mit anzusehen. Okay, ich komme mal kurz raus, guck mir das an. Du bist ja sehr stolz offensichtlich. Ja, also ich habe jetzt schon ein bisschen abgebaut, aber ja, komm mal. Oh ja, ja, ja. Es fruchtet, auch die Beerenfelder, es gefällt mir gut. So, ich lasse die Kühe hier mal richtig bumsen. Ach, lass die bumsen? Schon? Ja, oder? Geil, ja, ja, lass alles bumsen, was du bumsen kannst. Das muss richtig scheppern hier im Gehege. Jawohl, Alter. Los. Lass sie richtig... Ja, hol die Fleischpeitsche raus jetzt. Da muss alles, das muss passieren dort. Okay, das sind jetzt schon richtig viele. Wie? Was? Alter. Wie ist das hier reingekommen? Ist der da gespawnt? Oh, bist du ins Loch gefallen? Kathleen, hä? So. Kathleen, hä? Ja, das geht aber nicht, dass sie hier spawnen können. Ich mache hier mal Fackeln. Ja, wir müssen noch das hier schnell fahren ein bisschen. Schnell? Ja, ja, und wir müssen auch gleich rein, Digga. Ja, ja, ich gehe jetzt noch einmal durch. So satisfying. Aber wenn man die halt hier sich, ne, lieben lässt, das ist satisfying. Ja, ja, ja. Man kreiert Leben, weißt du? Ja, ja, das mit Weizen. Mit Weizen und Massentierhaltung. Alter, ohne Witz, die Kühe sind komplett gestapelt. Das ist sehr gut. Das ist halt einfach so, wie es auch sein muss. So, aber denk dran, komm bald rein, ne? Ja, ich komm jetzt rein. Wir sind jetzt durch. Alter, nice. Die Schafe auch richtig am... Die wollen richtig sterben, das merkt man. Ist sehr gut. Gefällt so, mir gut. Geil. Ich würde sagen, dann bauen wir hier drin irgendwo, hier irgendwie in die Wand oder keine Ahnung, bauen wir dann unseren Zaubertisch. Und dann sind wir eigentlich set. Alter, schönes Ding. Schönes Ding. Ja, da kommt noch mehr, Digga. Geil. Unsere Kisten füllen sich langsam. Wir können jetzt mal schlafen gehen zum Abschluss, oder? Eine Minute haben wir noch. Oh! Ja, zack. Ja, ich will die hier auch alle jetzt anschmeißen, bevor wir gehen. Weißt du? Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Ja, aber zumindest reinfallen. So. Okay, sind die Türen zu? Sehr gut. Komm zu mir, Schatz. Warte, ich lege ja noch kurz ein bisschen Eisen in den Gleich Laden. Gleich macht's Piep und ich schlaf allein. Ich sag, wie es ist. Na gut, ich komm dazu. Aber ich glaube, wir können nicht lieben, wenn wir schlafen. Achso, wir müssen schlafen. Dann machen wir gleich auf und dann lieben wir. So. Ja, übrigens, schöne Haare. Gleichfalls, danke. So, ein kleines Progress-Update für euch alle da draußen. Es sieht schön aus, vor allem, wenn man sie so richtig schön nass unter einer Cap trägt. Dann werden die Haare schön, jetzt. Ja, 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 ja. Dann wäre sie so richtig schön platt gedrückt. Sieht bei Max da drüben auch richtig gut aus. Also, muss ich mal sagen. Ja. Danke. Respekt. Nächste Folge bauen wir, wie gesagt, hier drin irgendwo dann unseren Table. Ich denke mal hier irgendwie, weiß ich nicht, bauen wir einfach einen Weg rein und dann ist da ein fetter Raum und whatever. Wir haben richtig viel Sugar Canes, also Papier. Oh, und raus. Und raus. Ja, war geil. War tatsächlich sehr erfolgreich. Wir sind aber auch schon richtig weit, ne? Und ich glaube, wir werden nicht sterben. So, wir sind aber jetzt schon... Aber man muss auch sagen, wir waren jetzt mehrere Male echt kurz vorm Sterben. Also. Ja, ja. Also wir müssen langsam wirklich echt unsere Rüstung vor allem verzaubern. Im besten Falle Diamantrüstung machen, zumindest Großplatte und so. Ich glaube, außerhalb des Nethers, ist jetzt so mein Gefühl, haben wir jetzt das... die heißeste Phase überstanden. Weil ab jetzt verzaubern wir uns. Ja, genau. Machen uns vielleicht Diamantrüstung. Ist wirklich so das erste Mal so mit ohne Rüstung und so nach unten. Ich glaube, das ist wirklich so das Schwerste. Schreibt gerne, wie gesagt, eure nochmal Tipps und Hinweise. Und falls euch irgendwas aufgefallen ist, knallt uns die Kommentare zu. Auf Twitter gerne den Hashtag Herzig verwenden. Falls ihr Memes, Texture Packs, Skins für unsere Characters und so weiter, Intros, irgendwas habt, was uns gefallen könnte, meine ich. Vor allem Intro, bitte. Vor allem Intro. Schön Dubstep. Da gab es jetzt nur einen, der bislang was gemacht hat. So ein richtig schönes Dubstep-Intro. Ja, ich kann ja mal in der Beschreibung unsere Vorstellung, wie wir das kennen. Ja, so ein paar Beispiele. Genau, guck mal in die Beschreibung. Die ich habe da ein Beispiel markiert. Und dann hätten wir gerne so ein Intro. Das wäre richtig Ehre. Ja, ja, dann kommt das immer davor und es ballert richtig. Gerne auch mehr. Wir können ja variieren, ne, mit den Intros. Aber ja, jedes Mal eine andere. Also, ja. Hashtag Herzig auf Twitter. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Nächstes Mal können wir uns auch wieder die Kommentare reinziehen. Also. Böse. Kuss, ne? Tschüss. Tschüssi, Küsschen. Aufs Nüsschen, ne?